schlag mich tot. Keine Ahnung, ich sehe nur den Preis. Und mir wird schon schlecht, genau. Ah, easy. Das ist doch der, den habe ich doch ausgesucht. Guten Morgen. Wir sind gerade fleißig. Ich habe ein Metermaß hier in der Hand. Und zwar müssen wir jetzt wirklich ganz dringend einen Kühlschrank kaufen. Und ich muss mich jetzt um dieses Thema kümmern, beziehungsweise mich damit beschäftigen. Und ich habe sowas von keinen Bock. Ich habe keine Lust. Der Max war aber schon super fleißig. Schaut mal, der hat mir ganz, ganz viele verschiedene Kühlschränke schon ausgedruckt. Verschiedene Preiskategorien haben wir hier, verschiedene Modelle eben. Und ja, der Max ist schon echt fleißig. Und ich habe nach wie vor keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Aber wir haben jetzt so viele Wochen keinen Kühlschrank. Gott sei Dank ist es draußen kalt. Und da stehen dann unsere Lebensmittel. Ich hatte auch ganz viele Termine und mein Mann hatte keine Zeit. Und dann war ich ja in Berlin, Berlinale und so weiter. Und dann hast du einfach keinen Bock, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja, von Tür in der Tür, wo du dann die Getränke so rausholst, ne Max? Ja. Der eine hat LED-Display, der andere nicht. Und der hat das und der hat das. Natürlich ist es auch preisabhängig, sag ich mal so. Aber ich würde tatsächlich nie wieder so viel Geld ausgeben, wie wir für diesen Kühlschrank ausgegeben haben. Als wir die Küche eben haben anfertigen lassen, hat uns unsere Architektin auf jeden Fall dazu geraten, diesen Kühlschrank zu kaufen, weil er ist ja flächenbündig und es wäre ja eine ganz tolle Marke und so weiter. Ich habe im letzten Vlog gesagt, ich sage euch lieber nicht, wie viel der Kühlschrank gekostet hat, aber mittlerweile denke ich mir, mein Gott, ihr seht ja den Kühlschrank, ne? Also jetzt hoffentlich nicht mehr lang, ihr seht die Marke, er war wirklich super teuer und ich würde niemals dazu raten, so viel Geld auszugeben für einen Kühlschrank. Wir haben damals 4000 Euro bezahlt, jetzt wisst ihr es, kein Mensch kauft sich so einen teuren Kühlschrank und jetzt ist er kaputt, jetzt ist er hinüber. Der Techniker war da, der hat, oh Gott, ich habe gerade voll das Armproblem, der hat 90 Euro die Stunde bekommen, ne Max? Mhm. Dass er guckt und hatte erst gesagt, dass vielleicht ein Thermostat kaputt ist, das würde so um die 20 Euro kosten, plus die Zeit, die er eben dann zum Einbauen braucht. Und wir sind dann gegangen, wir hatten noch einen Termin, mein Mann und ich, und als wir zurückkamen, hieß es dann, die Platine ist kaputt. Genau, und was kostet die Platine? Über 500 Euro. Über 500 Euro, nur die Platine. Mit Einbau? Nee. Nee. Also die Zeit, die er dann braucht, um das Ganze einzubauen, nochmal extra. Alles klar, läuft bei uns. Weil das lohnt sich natürlich nicht. Also das lohnt sich einfach nicht. Du weißt nicht, wie lange dann dein Kühlschrank noch lebt und so weiter. Also alles irgendwie scheiße. Egal, also wir kümmern uns jetzt mal drum. Wir haben heute Mittag noch einen Termin. Der Alessandro muss zum Kieferorthopäden und der Moritz hat auch einen Termin dort. Habe ich eben beide zusammengelegt, weil das ist immer eine ganz schöne Strecke, um dahin zu fahren. Und der Max kümmert sich jetzt mal weiter hier um den Kühlschrank. Ich übergebe das Kommando an dich und du besorgst uns einen Kühlschrank, Max. Alles klar. Wenn der dann scheiße aussieht, ne? Hast ein Problem. Und bitte auch keine 4000 Euro, wenn es geht, ja? Max hatte schon einen rausgesucht, der hat dann so Kameras. Drei Kameras hatte der, ne? Drei Kameras, ja. Drei Kameras. Und dann kannst du dann, wenn du unterwegs bist beim Einkaufen, Lebensmittel einkaufen, kannst du sehen, was dir in deinem Kühlschrank fehlt. Und ich denke mir so, alles klar. Dann stellst du dich halt einfach, bevor du einkaufen gehst. Wenn du es vergessen hast. Ja, aber stell dich doch einfach, bevor du einkaufen wenn gehst, vergessen hast. Dahin und schau, was in deinem Kühlschrank fehlt. Und wenn du es vergessen hast. Ja. Naja, mein Gott, dann fährst du halt nochmal los. Aber ich brauche keine drei Kameras in meinem Kühlschrank. Okay, also ich bin echt gespannt, was für ein Kühlschrank es jetzt im Endeffekt hier bei uns im Haus wird. Ich freue mich schon. Der Luki ist übrigens auch schon da. Da ist mein Lukito. Der muss nicht mit zum Kieferorthopäden. Und ich hole die anderen ab und dann geht's zum Kieferorthopäden. Ne? Willst du auch zum Kieferorthopäden, Max? Nee, der Max hat schöne Zähne. Der war auch beim selben Kieferorthopäden. Also gut, Max, dann guck du jetzt nochmal ein bisschen weiter. Hier sind deine Zettel. Kümmer dich ordentlich. Und bitte einen anständigen, ja? Weil sonst schimpft der Papa. Soll er sich halt selbst kümmern um den Kühlschrank, mein Mann. Nee, Quatsch, das übernehmen wir jetzt. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und ja, los geht's. Jetzt muss ich mich schon wieder total beeilen. Ich habe mir nicht immer meine Haare aufgemacht. Tschüss, ne?
Ah, ich mache sie gleich im Auto auf, die Haare. Außerdem ist egal. Ich wollte ja heute nicht heiraten gehen, ne? Okay, wir sind beim Kieferorthopäden angekommen. Und die Sonne scheint. Yay. Dann ist sie heute dran. Der Alessandro bekommt ja eine Zahnspange. Jetzt müssen wir mal heute gucken, was gemacht wird. Das ist alles noch in der Vorbereitung. Wir haben alles zur Krankenkasse geschickt. Und jetzt haben wir das Go bekommen. Genau, und übrigens, morgen gibt es Zeugnisse. Das erste Zeugnis aus dem Gymnasium, ne, für Lassie? Ja. Da ist ja der Lassie. Und bist du dann aufgeregt wegen deinem Zeugnis? Ja. Echt? Ja. Oh, du hast bestimmt gute Noten, Schatz. Ja, wirklich. Okay, wir werden es morgen sehen. Also, wir müssen rein zum Kieferorthopäden. Nimmst du für eine Farbe? Weiß. Weiß es schon? Weiß? Ja. Oder die Deutschlandflagge. Ich würde auch gehen. Ja. So, und schon sind wir wieder fertig. Der Alessandro hat sich jetzt ausgesucht, welche Farbe sein Plastikdings da für die Gaumennaht sein soll, beziehungsweise für die untere Zahnspange. Das ist dann eine, die er rausmachen kann. Die bleibt dann ein halbes Jahr, also die oben, weil diese Gaumennaht, das ist eine Gaumennahterweiterung, ja, das muss halt für ein halbes Jahr drin bleiben. Das hatte ich übrigens auch. Und dann muss man da immer drehen und dann weitet sich oben eben der obere Kiefer. Mein Gott, ich kenne mich auch voll gut aus. Nicht. Ich habe nur die Rechnung gesehen und habe mir gedacht, scheiße. Aber gut, so ist es. Jedes Kind bekommt eben das, was es braucht. Beziehungsweise wir wollen ja gesunde Zähne. Und da ist eben so ein Kieferorthopädenbesuch meist unerlässlich. Boah, wie hochgestochen das jetzt gerade klingt, ne? Ja, bei Max haben wir, glaube ich, 1,8 bezahlt. Nochmal drauf. Bei Moritz waren es jetzt 1,6. Also was die Krankenkasse zusätzlich nicht bezahlt. Und beim Alessandro war es jetzt sogar nochmal ein Ticken mehr. Da habe ich mich aber entschieden, ich glaube, 1.900 Euro nochmal zusätzlich. Da habe ich mich aber dazu entschieden, das Ganze auf einmal zu bezahlen, weil mich das total genervt hat bei den anderen beiden, wenn du dann jedes Mal nach jeder Behandlung quasi die Rechnung bekommst. Und es hat mich total genervt und hat mich total durcheinander gebracht. Egal, jetzt haben wir nochmal ein Skondo bekommen, ne? Ich glaube 3%, weil wir das komplett auf einmal bezahlt haben. Die ganze Behandlung dauert jetzt 2 bis 3 Jahre, denke ich. Ja, leider. Aber dann hat auch der Alessandro schöne Zähne. Da freue ich mich. Hat ja jetzt schon schöne Zähne und auch gesunde Zähne, aber die wachsen halt leider ein bisschen krumm. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, Schatz. Alles gut, alles gut. Ne? Ist ja heutzutage sowieso eigentlich ja, bei fast jedem Kind so, dass es eine Zahnspange braucht. Der Gianluca zum Beispiel, der hat oben sehr schöne gerade Zähne. Da haben wir jetzt zum Beispiel noch keine Zahnspange geplant. Ja, es ist halt bei jedem Kind unterschiedlich. Aber gut, okay, genug gequatscht jetzt hier im Treppenhaus. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir sind wieder da und die Sonne ballert hier voll rein. Was ja richtig schön ist, ne? Schaut mal bitte, was für ein schönes Wetter. Es ist zwar kalt draußen, aber man kann sich ja warm anziehen, ne? Hauptsache die Sonne scheint. Ja, und die Bella ist auch da, ne? Da ist sie, die Bella. Ja, freust du dich? Hm? Freust du dich, dass wir wieder da sind, Bella? Also gut, die Jungs, die machen jetzt hier mal Hausaufgaben bei mir am Esstisch. Ich bereite nämlich jetzt Essen vor. Dann habe ich sie nämlich im Blick. Und dann gehen wir auf jeden Fall eine Runde raus mit der Bella und genießen die Sonnenstrahlen. Und hier habe ich übrigens auch noch die Goodie Bag von der Berlinale. Da durften wir uns 3 Produkte aussuchen. Und das ist so lustig. Ich habe mich dann für einen Lippenstift entschieden. Und als ich dann hier war, also unter anderem, ne, einen Lippenstift habe ich ausgesucht. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, warte mal, ich glaube, ich habe den schon. Und tatsächlich bin ich dann zu meinem Schminktisch und ich habe den schon, die 303. Und deshalb bekommt ihr diesen hier. Ja, der wandert in das Gewinnerpaketchen. Ich habe ja immer so ein bisschen was für euch und hebt es auf und verlost es dann. Also der geht an euch. Und dann habe ich mich noch für eine Mascara entschieden. Und zwar diese hier. Die X-Fiber Extreme False Lash Mascara. Da freue ich mich schon drauf. Ihr wisst ja, dass die andere, die erste, die rausgekommen ist, die gewinnt ja bei mir 100 Punkte. Also die kommt bei mir auf den ersten Platz. Und ich liebe die. Und jetzt habe ich mir mal die neuere Version
genommen. Und dann habe ich mir noch diesen Lippenstift hier ausgesucht, und zwar aus dieser Balmain-Reihe. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Das ist so ein auberginefarbener Ton. Ja, der hat mir dort im Atelier super gut gefallen. Und dann gab es auch noch lecker Kekse. Das sieht so aus. Das habe ich für meine Mäuse mitgenommen. Genau, dass die auch was haben von meinem Ausflug nach Berlin. Und die Tulpen, die hängen auch schon wieder ein bisschen das Köpfchen. Aber ja, so ist es. Also gut, ich höre jetzt mal auf, hier zu quatschen, weil meine Jungs sich konzentrieren müssen und Hausaufgaben machen. Wie gesagt, ich bereite jetzt Essen vor und dann gehen wir noch eine Runde raus. Heute gibt es Flammkuchen mit Porree. Ich habe jetzt ganz vergessen, die Kamera mit dazu zu nehmen. Ich habe nämlich schon angefangen. Porree habe ich gewaschen und schon klein geschnitten. Da ist meine Pfanne mit Olivenöl. Und jetzt mache ich hier mal weiter. Ich muss jetzt quasi das ausbreiten, dann den Schmand drüber geben, beziehungsweise Creme Fraiche und so weiter. Und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze aussieht. Ich hatte übrigens in die Pfanne auch noch fein gehackten Rosmarin dazu, also frischen. Und jetzt kommt in diese Pfanne das hier, und zwar die Kürbiskerne. Und die röste ich jetzt noch schnell an. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Das ist also der Flammkuchen. Und hier ist der Salat dazu. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Die Jungs wünschen sich noch Pommes. Die mache ich heute in diesem Power Air Fryer. Und zwar hatte ich doch eine Pizza-Challenge hochgeladen. Da war das Teil im Hintergrund und da hatten mich ganz viele gefragt, ob ich denn damit zufrieden bin. Und was das denn sei, haben auch viele gefragt. Und ja, das verwende ich heute. Wir haben das zugeschickt bekommen. Ich teste das noch eine ganze Weile. Und ich habe schon einige Gerichte darin gemacht. Und heute gibt es halt Pommes. Man braucht kein Fett. Also es ist quasi fettreduziert. Es ist halt gesünder sozusagen. Und es geht super schnell. Auch die Handhabung ist super einfach. Also man geht einfach auf den An-Button. Dann gibt man eben an, wie lang das jeweilige Produkt eben drin sein soll. Und hier kann man dann die Gradzahl verstellen. Also es ist wirklich super easy. Und man hat dann hier auch nochmal so einen Abstandshalter drin. Man könnte da verschiedene Sachen machen und so weiter. Aber ein ausführliches Video werde ich euch dann noch darüber machen. Ich habe auch einen Rabattcode bekommen. Den verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Aber wie gesagt, ich teste das weiter und dann gibt es ein ausführliches Video dazu. So, jetzt hat es gerade gepiept. Jetzt schauen wir mal, wie die Pommes geworden sind. Wow, mega, oder? Schaut mal bitte, wie knusprig die aussehen. Oh, lecker. Und das Ganze ohne Fett. Hier ist schon meine Schüssel. Und hier habe ich noch das Pommesgewürz. Jawohl, da freuen sich jetzt meine Kinder. Mit dem Rabattcode könnt ihr übrigens 20 Euro sparen, egal was ihr euch bei Mediashop bestellt. Wollte ich noch ganz kurz dazu sagen. So, jetzt muss ich das alles noch schütteln. Es ist nicht cool. Krass, oder? Wie die geworden sind. So, jetzt sind wir alle voll gefuttert. Und jetzt gehen wir nochmal eine Runde raus. Ein Verdauungsspaziergang mit der Bella, die freut sich schon. Wo sind die überhaupt? Bella! Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie angetippelt. Da kommt sie. Ja, komm! Da bin ich! Ja, da bist du ja! Wer ist denn das da in dem Spiegel? Hä? Geh mal Gassi? Ja, wir gehen Gassi, ne? Wir gehen Gassi. Jawohl. Also gut, die Jungs räumen jetzt noch ihr Schulzeug weg und dann gehen wir raus. Ich wollte euch übrigens jetzt noch mal ganz kurz die Kette zeigen. Da haben mich ganz viele danach gefragt. Die ist von meinem Punkt. Wartet, ich packe mal meinen Schal hier runter. Genau, die ist von meinem Punkt. So sieht die aus. Die hat so Plättchen, ist silber. Und ich liebe sie. Ich liebe diese Kette. Die ist so, so edel und so schön. Ich habe die auch mitgenommen zur Berlinale, weil ich fand, dass die super gut zu meinem Kleid gepasst hat. So sieht die aus. Ich hoffe, ihr könnt sie gut erkennen. Ja, wenn ihr auch was Schönes sucht und was Edles haben möchtet, dann könnt ihr gerne mal bei meinpunkt vorbeischauen. Ich verlinke euch den Shop unten in der Infobox. Ich habe dazu auch einen Rabattcode für euch. Und zwar nennt er sich RosellaMir17. Ich gehe mal so hin, wegen der Sonne. Und dann könnt ihr Geld sparen und könnt euch auch ein wunderschönes Schmuckstück aussuchen. Und ja, das war es soweit von meinem Outfit. Wie gesagt, die Kinder, die räumen jetzt das Schulzeug weg und dann gehen wir eine Runde spazieren. So, auf geht's, Bella. Na komm, gehen wir.
Ich erzähle euch dann morgen, welcher Kühlschrank es dann letztendlich geworden ist. Natürlich bespreche ich das heute Abend nochmal mit meinem Mann ganz kurz, ne? Ist ja klar. Das sind ja so Entscheidungen, die kann man nicht einfach mal so treffen. Und jetzt gehen wir aber wirklich eine Runde raus. Die Bella wartet schon. Und dann sehen wir uns später wieder. Genau, so machen wir es. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. Ja, und der mit diesem Fenster innen drin noch, mit dieser Tür? Jetzt. Der für 4000 ist noch hier. Das ist der letzte. Nehmen wir den. Also mein Favorite ist der. So, da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt entschieden, letztendlich. Du schneidest mich ab. Ja, du wolltest doch nicht drauf. Jetzt bin ich im Bild. Jetzt mach. Da sind wir wieder. Wir haben uns entschieden. Letztendlich ist es der, keine Ahnung, was geworden. Irgendwas mit Samsung. Max hat sich noch eine neue Weste bestellt. Schaut mal, was sagt ihr? Ich bin ja für Team Grau. Er hat sich noch eine blaue bestellt. Mhm. Schreibt mal in die Kommentare, was Max besser steht. Blau oder Grau? Ich bin für Grau. Sieht ja den Blauen gar nicht. Ist ja wurscht. Die sollen ja alle schreiben, dass dir Grau besser steht, weil die Mama sagt, dass du Grau nehmen sollst. Also gut. Zeugnisse sind auch da am Start. Ich bin ganz zufrieden als Mama. Und der Max hat ja das beste Zeugnis ever. Mhm. Nicht? Also gut, wir bestellen jetzt den Kühlschrank endlich. Und wie lange hat denn der Lieferzeit? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Nächste Woche. Nächste Woche, Gott sei Dank. Mhm. Dann haben wir nicht unsere ganzen Lebensmittel draußen weiterhin auf der Terrasse. Das ist so lustig, wenn das die Nachbarn sehen würden. Können sie ja gar nicht sehen. Sehen sie doch. Ja, wie denn? Wenn wir es dahin stellen, dann können die das gar nicht sehen. Mit einer Drohne. Also, okay. Wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Ja. Und schreibt in die Kommentare, dass dem Max auf jeden Fall Grau besser steht. Mhm. Bitte, bitte, helft mir. Also, bis zum nächsten Video. Und den Kühlschrank, den seht ihr dann in den nächsten Vlogs. Was war das? In den nächsten Vlogs seht ihr dann die... Das war ein Special Effekt. Ach so, das war ein Special Effekt. Nein, weil ich so gemacht habe. In den nächsten Videos. Das war gerade auf Italienisch. In den nächsten Videos. Okay, vergesst es einfach. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.